Wenn ich zwei Gruppen habe und in jeder Gruppe habe ich vier, das ist die erste Gruppe mit vier und das ist meine zweite Gruppe mit vier, dann wissen wir, wir können das jetzt so schreiben als 2 mal 4. Und das ergibt das gleiche wie 4 plus 4. Ich habe also zwei Vierer, ich habe vier und nochmal vier. Und das ergibt zusammen, also wenn ich vier plus vier habe oder zwei Gruppen von vier, egal wie du das rechnest, es gibt jedes Mal 8. Das siehst du hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ergibt genau 8 Dreiecke. Jetzt möchte ich mal, dass du kurz eine Pause einlegst in dem Video und mal schaust, ob du diese Gruppe hier anders gruppieren kannst. Kannst du 8 irgendwie als Produkt von zwei Zahlen ausdrucken? Hier habe ich 2 mal 4, ergibt 8. Vielleicht kannst du ja 8 auch als Produkt von anderen ganzen Zahlen irgendwie anders darstellen. So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass du eine Pause gemacht hast und jetzt machen wir es mal selbst. Statt dass wir jetzt 2 mal 4 sagen, wir können es auch 4 Gruppen von 2 sehen. Eine Gruppe 2, 2, 3 Gruppe von 2 und 4 Gruppen von 2. Jetzt schreiben wir das mal so auf. 4 mal 2 ist 8 wieder. Und das ist das gleiche wie 4 Zweier. 1, 2, 3, 4 Zweier. Jedes Mal sind zwei Dinge drin, also 2 plus 2 plus 2 plus 2, 1, 2, 3, 4 Zweier und das ergibt eben auch wieder 8. Und das kannst du beides mal so ausrechnen, es kommt jedes Mal das gleiche raus. 4 mal 2 ist das gleiche wie 2 plus 2 plus 2 plus 2, also 4 Zweier zusammen addieren. Hier habe ich 2 Vierer addiert, 1, 2 Vierer und hier habe ich 4 Zweier, 1, 2, 3, 4. Wir nehmen meine 4 Zweier, dann addieren wir sie und 8 kommt raus. Wie können wir jetzt 8 noch darstellen? Wir können es als 8 Gruppen von einem darstellen. Und wir würden 8 Gruppen von einem aussehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Wie können wir das jetzt aufschreiben? 8 mal 1. 8 mal 1 ist, das ergibt wieder 8. Und wenn du das jetzt als wiederholte Addition aufschreiben willst, gibt es 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1 plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 plus 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 1 gibt wieder 8, gibt wieder 8. Und wie kannst du jetzt noch zu 8 kommen? Du könntest natürlich auch als eine Gruppe mit 8 einfach sehen. Also ich zeichne das mal so ein. Das ist also eine ganze Gruppe mit 8. Also das ganze Ding hier ist einfach eine Gruppe mit 8. Und das können wir jetzt auch aufschreiben. Und wir können es auch so schreiben mit als einmal 8. Und es ist natürlich einfach wieder 8. Und ich habe jetzt hier eine 8. Und ich addiere jetzt hier nichts dazu, sondern ich habe einfach nur eine 8. Ich muss jetzt nichts mehr weiter addieren. Wir haben jetzt einfach eine 8. Also 8 ist einfach 8. Und jetzt habe ich mal eine andere Frage an dich. Wir haben ja bisher immer Gruppen gehabt. Wie könnten wir das Ganze hier auch als vier Gruppen von 8 sehen? Und jetzt lösche ich einfach mal alles, was ich hier eingezeichnet habe. Könnten wir das Ganze auch als vier Gruppen mit 8 sehen? Wie viele Dinge habe ich dann also am Ende? Schauen wir uns das mal an. Eine Gruppe von 8, zwei Gruppen von 8, drei Gruppen von 8 und hier ist die vierte Gruppe mit 8. Und das können wir jetzt so sehen als 4 mal 8. Oder das ist das gleiche wie 8 plus 8 plus 8 plus 8. 4 Achter,
was ergibt das jetzt? Und jetzt mach bitte noch mal eine Pause und versuch's mal für dich selber rauszufinden. Gibt verschiedene Weisen, wie du es rausfinden kannst. Du kannst natürlich einfach zählen oder wir könnten jetzt in 8 Schritten zählen. 8, 16, 24 und 32. Also 32. Oder ich sage 8 plus 8 ist 16, plus 8 ist 24, plus 8 ist 32. Oder du kannst natürlich einfach auch diese ganzen Dreiecke hier zählen.